Das iOS 18 Update ist endlich da, Freunde, und ich habe die besten Tipps und Tricks für euch zusammengefasst. Teilt das Video gerne mit euren Freunden und helft ihnen, das Beste aus den neuen Funktionen herauszuholen und kommentiert mal, welches iPhone ihr habt. Die Installation. Um das iOS 18 Update zu installieren, musst du zunächst in die Einstellungen und dann auf Allgemein. Hier unter Software Update kannst du nun das Update installieren. Diese iPhones unterstützen iOS 18. Der neue Sperrbildschirm. Mit iOS 18 hat man jetzt auf dem Sperrbildschirm eine richtig coole Funktion. Wir können nämlich die iPhone-Kamera-App zum Beispiel mit der Snapchat-Kamera austauschen und die Taschenlampe mit der Blitzer-App ersetzen. Natürlich funktionieren auch andere Apps problemlos. Halte also mit deinem Finger auf dem Sperrbildschirm länger gedrückt, tipp auf Anpassen und wähl Sperrbildschirm aus. Hier hast du jetzt die Möglichkeit, die beiden Apps zu ersetzen. Tipp auf das Plus, um das neue iOS 18-Menü zu öffnen. Nun siehst du hier ganz viele neue Elemente, die du direkt auf deinem Sperrbildschirm hinzufügen kannst. Die Möglichkeiten sind einfach nur unglaublich. Wenn du nur eine andere App möchtest, wähl App öffnen aus und tipp auf Auswählen. Hier kannst du nun alle deine Apps wie zum Beispiel Snapchat, WhatsApp oder Blitzer.de hinzufügen. Das gleiche machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Einfach auf App öffnen, App auswählen und hier wähle ich jetzt WhatsApp aus. Aber ganz wichtig, Freunde, das Ganze müssen wir jetzt nochmal speichern. Nun kannst du sofort vom Sperrbildschirm aus deine gewünschte App starten. Neue Widgets. Du kannst jetzt ganz schnell neue Widgets erstellen, um dein iPhone noch schöner zu personalisieren. Halte mit deinem Finger auf eine App wie zum Beispiel Fotos länger gedrückt. Jetzt siehst du hier diese Symbole. Tippst du auf eines der Symbole, dann hast du ganz schnell ein Widget erstellt. Das funktioniert am besten mit Apple-eigenen Apps wie zum Beispiel Kalender. Apps frei bewegen. Endlich hat es auch Apple geschafft, wir können jetzt Apps frei auf unserem Homescreen platzieren. Halte dafür länger auf eine App gedrückt und zieh sie dorthin, wohin du möchtest. Dadurch kannst du jetzt dein Wallpaper ohne störende Apps sehen. Apps mit Passwort. Wir können jetzt endlich jede App mit Face ID schützen. Halte dafür einfach länger auf die App und wähl Face ID anfordern aus. Jetzt musst du es einmal bestätigen und deine App ist jetzt mit Face ID geschützt. Du kannst die Apps aber auch komplett ausblenden. Dadurch wird die App im Homebildschirm nicht mehr angezeigt und Mitteilungen werden deaktiviert. Die ausgeblendeten Apps findest du in der App-Mediathek ganz unten. Homebildschirm einfärben. Halte deinen Finger auf dem Bildschirm länger gedrückt und tipp hier oben auf Bearbeiten. Wähle nun Anpassen aus. Jetzt erscheint dieses Menü und du kannst dich frei austoben. Du hast die Möglichkeit, deine Apps in den Dark Mode zu versetzen oder, wenn du es lieber automatisch haben möchtest, wähl automatisch aus. Aber noch abgespaceder wird es mit den Farben. Wir können hier jede erdenkliche Farbe für unsere App auswählen. Tippst du auf den Pinsel, kannst du sogar die Farbe mit deinem Wallpaper perfekt anpassen. Das, was mir aber am meisten gefällt, sind die großen Symbole. Dadurch wird nämlich der App Name ausgeblendet und die Apps größer angezeigt. Neues Kontrollzentrum. Öffnest du auf dem iPhone das Kontrollzentrum, dann siehst du das neue, fortschrittliche Design. Du kannst jetzt erstens mehrere Seiten anpassen, was ziemlich cool aussieht. Falls dir die Seiten nicht gefallen, dann halte mit deinem Finger auf dem Bildschirm länger gedrückt. Hier hast du jetzt die Möglichkeit, jede Seite zu entfernen. Du kannst aber auch die Elemente so anpassen, wie du sie am liebsten haben möchtest. Verschiebe einfach alles mit deinem Finger und pass die Größe nach deinem Geschmack an. Zweitens, unter Steuerelement hinzufügen kannst du nun richtig viele Elemente auswählen. Hier gibt es alles Mögliche, so viel, dass man sich am besten etwas Zeit dafür nimmt. Du kannst sogar Apps hinzufügen, was richtig cool ist. Dafür einfach auf Auswählen tippen und die gewünschte App hinzufügen. Ich habe zum Beispiel hier unten meine wichtigen Apps platziert, damit ich sie von überall aus direkt starten kann. Apples neue Taschenrechner-App. Mit iOS 18 bekommt die Taschenrechner-App viele neue Funktionen. Tippen wir nämlich auf das Rechner-Symbol, sehen wir ein neues Menü. Zunächst einmal können wir den wissenschaftlichen Taschenrechner im Hochformat nutzen, super praktisch. Tippen wir erneut auf das Rechner-Symbol, sehen wir die mathematischen Notizen. Unten rechts können wir jetzt eine neue Notiz erstellen. Wenn wir jetzt den Stift auswählen, dann können wir Matheaufgaben mit einem Finger oder Stift zeichnen. Die neue Rechner-App erkennt deine Zeichnung und zeigt dir sofort das Live-Ergebnis. Das ist super praktisch für Schüler, weil das Ganze auch auf dem iPad funktioniert. Aber das, was mir am besten gefällt, ist die neue Umrechnen-Funktion. Ich kann zum Beispiel ganz schnell Euro in Lira umrechnen lassen. Wenn ich das Umkehren-Symbol auswähle, werden die Werte umgekehrt berechnet. Tippe ich auf die Währung, dann sehen wir hier richtig viele Werte, die wir berechnen können. Es gibt hier wirklich alles Mögliche, von Fläche, Länge, Kraftstoff, Zeit und vieles, vieles mehr. Das ist wirklich ein super Update, was im Alltag sehr praktisch ist. Neues AirPods-Update. Besonders AirPods Pro 2-Nutzer können sich freuen, denn das neue AirPods-Update ist wirklich genial. Wenn dich jemand anruft,
dann kannst du jetzt mit dem Kopf nicken, um einen Anruf anzunehmen, oder mit dem Kopf schütteln, um den Anruf abzulehnen. Was aber noch besser ist, ist die Funktion Stimmisolation. Wenn du mit den AirPods telefonierst, öffne das Kontrollzentrum und tipp hier oben drauf. Nun kannst du hier die neue Funktion Stimmisolation auswählen. Dadurch werden Hintergrundgeräusche gefiltert und dein Gesprächspartner kann dich jetzt viel besser verstehen. Das Ganze funktioniert nur mit den AirPods Pro 2. Um deine AirPods zu updaten, musst du folgendes tun. Verbinde zunächst deine AirPods Pro 2, um die Version abzuchecken. Geh jetzt in den Einstellungen auf die AirPods und scroll ganz nach unten. Hier kannst du jetzt deine aktuelle Version sehen. Sie muss aussehen wie bei mir, damit das funktioniert. Falls du das noch nicht hast, gibt es einen Trick, deine AirPods zu updaten. Schritt 1. Steck deine AirPods in deine Ohren und höre für 30 Sekunden irgendeine Musik. Schritt 2. Pack deine AirPods in das Ladecase und lade das Ladecase mit einem Kabel auf. Schritt 3. Nach ca. 30 Minuten sollte das Update automatisch durchgeführt werden. Kann auch sein, dass es länger oder kürzer braucht. Um auf die sichere Seite zu gehen, schließ auch dein iPhone an ein Ladekabel an. iPhone mit den Augen steuern. Du kannst dein iPhone jetzt mit den Augen steuern. Auch wenn das für Menschen mit Einschränkungen gedacht ist, ist es trotzdem interessant, das Ganze mal auszuprobieren. Geh dafür in die Einstellung deines iPhones und scroll etwas runter, bis du den Punkt Bedienungshilfen findest. Nun musst du erneut etwas runterscrollen und wählst dann Blickerfassung aus. Hier aktivierst du die Blickerfassung und wartest 5 Sekunden. Jetzt musst du mit deinen Augen auf die angezeigten Punkte schauen, damit das iPhone checkt, wie du schaust. Das dauert etwa 30 bis 60 Sekunden. Nach der Einrichtung kannst du jetzt die Augensteuerung nutzen und das Ganze mal testen. Falls es dir nicht gefällt, kannst du dies wieder hier deaktivieren. Kamera-Update. Ein kleines, aber unglaublich praktisches Update. Du kannst jetzt während der Videoaufnahme auf deinem iPhone die Aufnahme pausieren. Das bedeutet, du musst keine einzelnen Clips mehr erstellen, wenn du eine kurze Pause brauchst oder die Szene wechseln willst. Einfach auf Pause drücken und später fortsetzen, ohne die Aufnahme neu starten zu müssen. Neue Taschenlampe. Auch die Taschenlampe bekommt ein kleines Update, denn man kann jetzt den Winkel anpassen. Das funktioniert aber nur, wenn ihr ein iPhone mit der Dynamic Island besitzt. Fahrmodus. Wenn du während einer Fahrt mal Magenschmerzen bekommst, dann hilft dir der neue Fahrmodus in iOS 18. Das iPhone simuliert nämlich die Fahrtrichtung und hilft dir dabei, dass dir im Bus, Auto oder Zug nicht übel wird. Um das zu aktivieren, halte im Kontrollzentrum deinen Finger länger gedrückt und tipp auf Steuerelement hinzufügen. Such hier nach Fahr und füg das neue Feature hinzu. Jetzt kannst du den Fahrmodus dauerhaft aktivieren oder auf automatisch stellen. Ich empfehle dir, das auf automatisch einzustellen, ansonsten nerven die Punkte am Rand. Nachrichten. Auch iMessage bekommt neue Funktionen. Wenn du etwas schreibst, dann erscheint hier ein neues Symbol. Tippst du hier drauf, dann kannst du aus verschiedenen Textanimationen auswählen, was ziemlich cool aussieht. Safari Update. Wenn du auf einer Webseite bist, dann kannst du im Menü auf die neue Funktion Ablenkende Objekte ausblenden tippen. Nun kannst du oder andere Objekte, die dich stören, entfernen, indem du einfach den Bereich auswählst. Passwörter. Die Passwörter befinden sich mit iOS 18 nicht mehr in den Einstellungen, sondern erhalten eine eigene App. Dadurch hat man jetzt mehr Übersicht über seine Passwörter und kann sie einfacher verwalten. Mit dem iPhone sprechen. Eine weitere coole Neuerung ist das Sprechen mit dem iPhone. Screeny. Um das zu aktivieren, geh in den iPhone-Einstellungen auf Bedienungshilfen, scroll etwas runter, bis du den Punkt Stimmkurzbefehle findest. Tippe nun auf Stimmkurzbefehle und richte einen neuen Befehl ein. Bestätige die Einrichtung und wähle hier aus, was getan werden soll, wenn du einen Befehl ausführst. Als Beispiel können wir hier Bildschirmfoto auswählen. Jetzt kannst du schreiben, was du sagen möchtest, wenn dein iPhone ein Screenshot machen soll. Es kann auch irgendetwas anderes sein, wie zum Beispiel Toastbrot. Jetzt musst du dreimal in dein iPhone Toastbrot einsprechen, um das Ganze anzulernen. Das war's auch schon. Jetzt kannst du mit Toastbrot einen Screenshot erstellen. Toastbrot. Ich hoffe, du konntest hier einige nützliche iPhone-Tricks mitnehmen. Ich würde mich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst und einen Kommentar hinterlässt. Das würde mir sehr weiterhelfen. Folgt Technik Abi.